Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am Dienstag, dem 13. Dezember. Heute mit kleiner Verspätung, aber auch viel vor dem Hintergrund, dass wir uns mal die News anschauen wollen, die hier zum britischen Pfund eintrödeln, denn wir haben heute das Special, dass wir uns das Pfund mal anschauen in zwei Währungspaar-Konstellationen. Wir sehen hier die Verbraucherpreise, die gerade reingekommen sind, plus 1,20, also höhere Inflation. Erwartet wurde plus 1,1 nach 0,9, also steigend. Erzeugerpreise hier minus 1,1 und erwartet wurden 0,4, also hier auch ein stärkeres Minus, gleicht sich mehr oder weniger aus. Wir sehen aber hier, es kommen weitere Daten rein. Das britische Pfund, wie reagiert es unabhängig der News? Wir haben hier, wie gesagt, eine ganze Reihe an Inflationsdaten, die hier 10:30 Uhr eben jetzt reinkommen. Wollen wir uns genauer anschauen. Das Pfund ist von den Tageshochs selbst zurückgekommen, der Euro aber aktuell auch schwach und wir wollen hier zunächst mal als erstes auf das Währungspaar Euro versus British Pound schauen. Das ist hier im Stundenchart-Intervall erstmal der Fall. Sieht ganz interessant aus in der Stundenkonstellation, denn mit dem aktuellen Rücksetzer, dem neuen Tagestief, haben wir hier eine wichtige Supportmarke unterschritten. Und die Gretchenfrage wird exakt jetzt sein, ob wir hier drüber zurückkommen oder eben nicht. Sollte der Euro hier nicht wieder in Stabilität vordringen, Tatsache ist, das britische Pfund gewinnt aktuell etwas an Stärke. Wir gehen schon wieder in Richtung Tageshochs, Euro aber schwach. Also Euro ist Dollar selbst auf Tagestief unterwegs. Das drückt auch hier den Euro gegenüber dem britischen Pfund, wobei das britische Pfund sich eben aktuell am Vortageshoch recht stabil hält. Also britisch Pfund versus US-Dollar, das Major Pair. Und insofern sieht das aktuell mal hier schwach aus. Deutet sich also unter Umständen ein Rücklauf, und das passt auch hier mit dem Pivot Point zusammen, hier bis zum Tief von Anfang Dezember in dem Preisbereich knapp um 0,83. Also wenn wir jetzt unterhalb von 0,8370, 0,8365 bleiben, sieht es so aus, als würden wir heute hier in jedem Falle in Richtung 0,83 tendieren. Das kann man mal hier kurzfristig im Intraday-Bereich feststellen. Und insofern warten wir mal ab, was der Tag noch bringt. Pfund jetzt aktuell stark, wie gesagt, die Daten, die hier reinkommen. Hauspreisindex plus 7,3. Erwartet wurde plus 6,9, also hier stärker angestiegen. Bringt das britische Pfund hier gerade schön unter Feuer. Also hier gerade steigende Preise. Ergo Euro versus britisch Pfund. Warten mal kurz, bis der Chart sich eingeladen hat. Hier jetzt auf Tagestief unterwegs. Sieht also so aus, als würden wir hier weiter gen Süden tropfen und es würde also hier sozusagen keinen positiven Ausgang geben. Das bleibt speziell unter 0,63, 83,65 eben hier der Fall. Zumindest das dann das präferierende Szenario. Euro-Britisch Pfund schauen wir uns aber auch auf dem Tageschart an, denn der sieht hier nicht schlecht aus, da auch der Hinweis von Bernie zur rechten Zeit tatsächlich einen Blick wert, denn da sieht es mal gar nicht so schlimm aus. Doch, das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Also für alle, die hier Plan B nochmal initiieren oder gut finden, 0,8375, wenn wir die aktuelle Stundenkerze sozusagen komplett recovern würden, dann kann man unterstellen, okay, hier ist vielleicht noch Musik nach oben drin und dann könnte es hier in Sachen des gestrigen Tageshochs aufwärts gehen. Ist allerdings deswegen grau Variante B, also nicht zu präferieren, gerade aufgrund der aktuellen Price Action. Gut, schauen wir uns aber mal den Chart auf Tagesbasis an. Sehen wir hier einen schönen Bereich, eben hier das Niveau um 0,8333, hier das Tagestief von Anfang Dezember war bei 0,8304. Diese Zone hier herleitend auch bis in den Juli hinein war zuletzt eben immer wieder eine Nachfragezone, die dafür sorgte, dass das Währungspaar hier nach oben ansprang. Und wir sehen eben jetzt hier die aktuelle Schwäche. Und sollte das britische Pfund jetzt dann auf Tagesbasis wohlbemerkt wieder zur Schwäche neigen, könnte das für den Euro hier ein schönes Buying Setup sein. Das heißt also hier auf jeden Fall nur ein Dip runter, vielleicht sogar temporär hier unter 0,83 kann nicht ausgeschlossen werden. Dann scheinen aber hier die Chancen auf der Oberseite mal gar nicht so schlecht, könnte sich also hier zum Jahresende hin eine positive Entwicklung darstellen. Das wird auch getragen von der Saisonalität. Insofern hier gleich mal die Beschau des Seasonal-Zeitfensters. Kurz mal einladen lassen. Schaut euch das an. Das ist hier strong bullish. Also der Euro dürfte jetzt hier in Kürze sein Tief sehen, gerade gegenüber dem britischen Pfund. Das britische Pfund dementsprechend hier eher zur Schwäche neigen. Saisonalität trägt das. Charttechnisch haben wir hier die Support-Levels. Ist also tendenziell ein schöner Bias. Wenn man vom Risiko mal ausgeht, sollte hier nicht
Der Preis sollte hier nicht unter die Juli-Tiefs signifikant abfallen. Wenn man noch ein bisschen Spielraum erlaubt, sozusagen mal 100 Pips in Anführungszeichen hier als mögliches Risiko nimmt, dann wäre das mal so ein Verhältnis in Anführungszeichen. Ein Stück nachziehen, so. In Anführungszeichen mal das, das Risiko theoretisch. Da sollte sie auf jeden Fall der Stopp drunter sein. Das wäre sonst eine unschöne Geschichte und das ist eine mögliche Chance. Aber auch hier zu den Zwischenhochs reden wir ja von einem CHV, was hier deutlich über 2 liegt. Hier gehen wir dann sogar schon in Richtung 3. Das sieht also mal gar nicht schlecht aus. Chance-Risiko-Verhältnis außerordentlich gut, sofern das Währungspaar eben auch beginnt, sich hier zu stabilisieren. Das wird die große Gretchenfrage sein, aber schaut mal tendenziell nicht schlecht aus. Britische Pfund also in Kürze schwach. Was könnte das bedeuten für den oder das Währungspaar British Pound, Neuseeland-Dollar. Den habe ich hier mitgebracht vor dem Hintergrund, dass wir jetzt, scrollen wir uns mal raus aus dem Chart, hier eine Price Action hatten, die aus 2013 herrührt und diese hat hier zuletzt auch in diesem Handelsjahr tatsächlich recht interessanterweise immer wieder für gewisse Stabilität bzw. Rebound Action gesorgt und genau an diesem Niveau notieren wir eben jetzt gegenwärtig, beziehungsweise sind unmittelbar davor. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, wir stehen hier nicht ganz allein, denn schauen wir uns die Saisonalität an, haben wir hier British Pfund Neuseeland-Dollar, einen negativen Bias für 19 Tage bis in den Januar hinein, sozusagen, mit einer Trefferquote von 78,95%. Sieht das mal nicht schlecht aus? Ich hole Ihnen mal den Performance-Chart gerade hierher. Moment, muss ich jetzt direkt nochmal aufrufen. Verschwunden ist er nämlich. So, da haben wir ihn. Gut, hier der Preisschart und hier die Performance-Daten. Also, wie gesagt, in der letzten 19 Jahre gab es hier eine 15-malige Trefferquote oder einen 15-maligen Erfolg, nur 4 Verlierer. Im Schnitt hier 808 Pips ging es nach oben. Wie gesagt, sehr, sehr volatil das Paar, keine Frage, darauf muss man sich einstellen. Durchschnittlicher Verlust 371 Pips, also hier ein schönes CRV, auch von über 2, passt also gut ins Bild. Und wenn wir uns die letzten 19 Jahre hier mal summiert anschauen, da kommt einiges zusammen und die Performance-Kurve sieht recht stabil aus. Deswegen habe ich den Seasonal Trade mitgebracht. Einerseits eben Euro-Britisch Pound vor dem Hintergrund ein baldiges Tief zu sehen, vor dem Hintergrund, dass das Pfund eben zur Schwäche neigt, jetzt in den nächsten Wochen bis tief in den Januar hinein. Und das bedeutet ergo natürlich hier für das Währungspaar British Pound Neuseeland-Dollar nichts anderes, als dass es hier sozusagen auch gen Süden gehen kann. Und wenn wir das mal jetzt ein Stück weit im Chart konkret zeichnen, gefällt der mir eben auch ganz gut. Im Gegensatz zum Australdollar Neuseeland-Dollar, der auch einen Short Bias hat, da ist der Chart aber nicht ganz so schick anzuschauen. Deswegen hier oben ein klarer Widerstandsbereich. Das wir jetzt mal hier mal so festhalten. Auf dieses Level kommt es hier an. Bis zum 19.01. geht die Action, hatten wir gerade gesehen. 19.01. 9.01. Verzeihung. 9.01. Oh, hier den Seasonal Trick mal rein. So. Das wäre das Enddatum. Und mit dem heutigen Schlusspreis, wenn er hier noch ein Stück weit nach oben laufen würde, beispielsweise, hat man hier sozusagen ein Risiko von 371 Pips. Das liegt auch darüber. Deswegen hier ganz, ganz interessant. Ja. Also plus minus 10 Pips, man muss halt sehen, wo der Close heute kommt oder geht aggressiv jetzt schon rein. Aber das ist wie gesagt hier die mögliche Chance. Schauen Sie sich das mal an. Da geht was. Und insofern ein Setup, was ich Ihnen nicht vorenthalten will. So sieht es mal aus. Hoppala, das ist kein Risiko, das ist eine Chance. So. Und wie gesagt, wir haben hier ein schönes Widerstandslevel. Sollte es hier nochmal nach oben gehen, beispielsweise, wie auch immer geartet, denke ich aber tendenziell, schaut das hier saisonal unterstützend eben so aus, dass wir hier die Tiefs ansteuern. Dazu haben wir hier auf der Südseite eben auch noch ein schönes, schönes Level, was sozusagen auch bestätigt, dass das hier ein realistisches Rebound-Niveau ist. Dann entsprechend hier die Rückstauzone, Rücklaufzone. Das ist ja ein alter Trendkanal, der stört uns jetzt hier weniger. Tatsache ist hier, dass der Preisbereich um 0,68, 0,68, 75, 0,69, diese Zone hier in jedem Falle erreichbar scheint, aufgrund der jüngsten Preisaction. Sieht wie gesagt sehr, sehr interessant aus, sollte man sich mal vormerken. British Pound, Neuseeland-Dollar. Was man wissen muss, was man beachten muss, ist allerdings natürlich die hohe Volatilität. Die Tageskerzen hier, sie sehen ja ohnehin relativ mächtig aus, aber nehmen wir uns mal hier eine raus, die zum Beispiel hier vom 16.09., da hat sich das Währungspaar mal eben auch hier rund 250 Pips bewegt an einem Tag. Das Währungspaar ist also hier durchaus imstande, starke Moves zu vollziehen. Das muss man berücksichtigen. Ich, meine lieben Zuschauer, bedanke mich jetzt aber für Ihr Zuschauen. Wie gesagt, prüfen Sie auch das, was Sie handeln.
testen Sie JFT mit der Post-Trade-Transparenz, mit der Trade-Nachverfolgung, ob sie auch wirklich am Markt ausgeführt wurden, ob sie auch hier einen fairen Handelspartner haben. Eben den finden Sie mit JFT. Testen Sie uns, unsere Core-Spreads. Da gibt es nichts Vergleichbares. Und wenn Sie fair handeln wollen, dann findet sich nur dies. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche auf jeden Fall noch einen schönen, erfolgreichen Handelstag, wenn Sie mögen. Hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.